Bundesliga heute wieder mit einer besonderen Ausgabe. Denn so wie es aussieht, wird der kommende Fußball-Bundesliga-Spieltag ohne Zuschauer stattfinden. Auch unser Studiogast heute ist nicht mit dem Flieger oder mit der Bahn angereist, sondern er hat sich ins Auto gesetzt. Ein ganz herzliches Hallo an Vize-Weltmeister Marco Rehmer. Schönen guten Abend. Jetzt sieht es sehr danach aus, dass alle Bundesligaspiele am kommenden Wochenende ohne Zuschauer stattfinden würden. Für dich eine nachvollziehbare Entscheidung? Ja, ich denke mal, in erster Linie sollte schon die Gesundheit ganz oben stehen. Natürlich als Fußballprofi ist es eigentlich, lebt man von den Emotionen, von der Stimmung auf dem Platz und, oder im Stadion. Aber wie ich schon sagte, in erster Linie steht erstmal die Gesundheit im Vordergrund. Alle gehen davon aus, dass die Zuschauer nicht teilnehmen dürfen an dem großen Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Ich hatte das jetzt noch nicht. Ich hatte es meiner Champions League-Qualifikation total beschissen. Ich glaube, dass man jetzt nicht anfangen kann, in dem einen Stadion darf gespielt werden mit Zuschauern, den anderen nicht. Also wenn man da auch rigoros dagegen vorgehen möchte und auch muss, dann sollte man es auch wirklich einheitlich machen, komplett ohne Zuschauer. Was du aber vielleicht beurteilen kannst, ist, ob Hansi Flick zu den Bayern passt. Denn der hat ja schon ein paar Arbeitsproben abgegeben. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift unter dem Vertrag. Den Stift hat er ja schon. Von außen. Ja. Wie schaust du zu den Bayern? Sagst du, warum haben die das noch nicht dingfest gemacht? Ja, ich sehe es genauso. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, worauf sie noch warten. Ich denke eher aktuell so, wie sich die Dortmunder geben, also so wie die Dortmunder spielen. Ich glaube, dass die Bayern ihre Nummer 1 sind, zumal es ja auch noch zum direkten Duell kommt in Dortmund. Und ich glaube, dass die Dortmunder da vielleicht noch eine gute Rolle mitspielen könnten. Aber die Bayern, ja, ich denke am Ende... Ja, wird es vielleicht dann doch eher wieder... Ja, wie vielleicht? Werden Sie Meister, ja oder nein? Naja, ich lege mich da noch nicht fest. Also ich warte noch ab. Philipp, wie ordnet ihr die Fanproteste an den vergangenen beiden Spieltagen ein? Na, der letzte Spieltag war doch ganz angenehm. Da gab es viele lustige Plakate. Mein persönlicher Favorit war ja tatsächlich das Plakat, das die Stuttgarter heute gezeigt haben gegen Bielefeld. Da stand dann nämlich, Dietmar Hopp ist ein Timo Werner. Und das war doch eine schöne Metaebene, auf der man das bringen konnte. Ich glaube, dass man an einer größeren Lösung bastelt bei Hertha. Und die ist meines Erachtens oder wäre... Nico Kovac. Nico Kovac ist ja auch ein Name, der da gehandelt wird. Natürlich. Ich glaube, ganz oben steht bei allem Nico Kovac. Würde dich das freuen, als jemand, der Hertha sehr nah ist? Ja, das natürlich auch. Also natürlich schätze ich ihn als Mensch. Ist ein sehr guter Freund und hat natürlich auch gezeigt und bewiesen, dass er auch eine Mannschaft formen kann und auch weiter noch umbringen kann, wie es mit Frankfurt gemacht hat.